Hallo, hier ist er wieder, euer Lieblingspirat. Nee, Ferdinand, Schauspieler, Bühne, Corona, Quarantäne und so weiter. Ich habe euch doch letztes Video versprochen, dass ich euch Rico, Oskar und die Tieferschatten als Figurentheater zeige. Genau. Ja, und mache ich jetzt einfach. Also, viel Spaß. Am Anfang war Rico. It's a me, Rico. Hä? Nein, nein, Mario, nein. Das ist jetzt nicht dein Auftritt. It's a me, Mario. Das da ist Rico. Rico Doretti. Und er lebt mit seiner Mama, Tanja Doretti, zusammen in der Hauptstadt, Berlin. Ja, das da übrigens ist nicht nur irgendeine überdimensionale Disco-Kugel, sondern der Fernsehturm von Berlin. Also, Rico hat gerade Sommerferien und deswegen ganz viel Zeit. Ja, eigentlich wie ich. Ja, jedenfalls, Rico geht wahnsinnig gerne seine Nachbarn besuchen und schaut sich deren Wohnungen an. Ja, und zu Ricos Nachbarn zählen der Fietzke, das ist ein schlecht gelaunter und übel riechender Simulant, Marak, der Hausmeister, der Westbühl, der ist gerade erst eingezogen und der hat auch schon ein Auge auf Tanja geworfen. Und die Tanja, die findet auch, dass er eine ziemlich heiße Schnitte ist. Dann haben wir noch die Frau Darling. Die lebt schon am längsten hier im Mietshaus und ist deswegen ein Dino. Und dann haben wir natürlich noch Oskar. Oskar trägt einen Helm und hat eine integrierte Taschenlampe. So, tja, und Rico und Oskar, ups, die kennen sich eigentlich noch gar nicht. Ja, und ihr wollt bestimmt wissen, wie die sich kennengelernt haben. Und was sind eigentlich diese Tieferschatten? Also da muss ich mal ganz weit ausholen, ja? Also, erstmal alle weg hier. Also, Rico nennt sich selbst tiefbegabt. Ja, er sagt auch, er kann zwar sehr viel denken, aber eben anders. Und so geht's ihm überall. Beim Einkaufen, beim Fernsehschauen, beim Bingo-Spielen. Alles ist eben ein bisschen langsamer als bei allen anderen. Das glatte Gegenteil dagegen ist Oskar. Der behauptet, er sei hochbegabt. Ja, er kann die ersten 110 Primzahlen sogar auswendig. Hä? Hä? Primzahlen? Aber was sind jetzt eigentlich Primzahlen? Naja, Primzahlen sind alle Zahlen, die durch sich selbst und durch die 1 teilbar sind. Hä, ich verstehe nur Bingo. Also, ihr seht, die beiden sind eigentlich total grundverschieden. Wie wollen die beiden denn überhaupt Freunde werden? Tja, es ist so, keiner der beiden hat überhaupt Freunde. Oskar hat keinen einzigen Freund und Rico keinen einzigen Freund. Also wenn ich es mir so recht überlege, dann könntest du eigentlich mein Kumpel werden. Hä? Ja, also ich glaube, ich habe da noch Platz in meiner Freundesliste. Wirklich? Ja. Yay! Yay! Dann bis morgen um 11. Bis morgen um 11. Tschüss. Bei Tanja zu Hause in der Wohnung. Mama, 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 ich habe endlich einen Freund. Er heißt Oskar und er hat einen Helm auf und er kann alle Primelzahlen auswendig. Rico, bitte nicht so laut, ja? Ich habe die ganze Nacht wieder gearbeitet. Oh Mann, Mama, warum holst du dir nicht endlich mal so einen Tagesjob, immer diese Nachtjobs? Das ist doch voll doof. Mann. Ja, Rico, pass auf. Wir müssen mal über was anderes reden. Ja, ich bin heute durch die Stadt gelaufen und da habe ich Folgendes gesehen. Dieses Plakat, ja, schau dir das mal an. Mr. 2000 gesucht. Wer ist denn dieser Mr. 2000 jetzt? Ja, das ist der sogenannte Schnäppchenentführer. Der entführt Kinder und als Lösegeld fordert er 2000 Euro von den Eltern, damit die Polizei nicht eingeschaltet wird, weil 2000 Euro kann man ja so zahlen. Also,
So heißt es im Fernsehen. Hä, was? Aber, oh Mann, das ist ja voll doof, die ganzen armen Kinder. Ja, und ich möchte jetzt von dir, Rico, dass du das Haus ab sofort nicht mehr verlässt. Was? Aber Mama, das ist so gemein. Morgen kommt doch der Oscar und außerdem sind Sommerferien und ich will raus und ich will es unternehmen. Nein, Rico, keine Widerrede, ja? Also ich will nicht, dass du entführt wirst und außerdem habe ich gar keine 2000 Euro. Oh Mann, ich gehe jetzt zu Frau Darling. Das Poster nehme ich mit. Oh, Sole mio. Ding dong. Herein. Hallo, Frau Darling. Ach, hallo. Oh, Rico. Oh, schön, dich zu sehen. Möchtest du mit mir einen Film ansehen? Ja, sehr gerne, Frau Darling. Was denn für ein Film? Ich hätte da Pretty Woman. Hä? Ja, um was geht's da? Da geht es um ein Call Girl, das sich in einen reichen Mann verliebt. Hä? Was ist denn ein Call Girl? Ach ja, also ein Call Girl, das ist, wie soll ich das erklären? Das ist, wenn, wissen Sie selber nicht? Oh, doch. Naja, ich schätze, du bist alt genug dafür. Also, ein Call Girl ist ein Girl, das einem Boy, also einem Mann, eine schöne Zeit besorgt. Oh, also genau wie Mama. Ja, genau wie deine Mama. Nein, spinnst du? Nein, nicht wie deine Mama. Nein, deine Mama arbeitet in einem Nachtclub und sorgt nur dafür, dass die Frauen die richtigen Männer treffen und den Männern schön warm ist. Genau. Naja, okay. Aber weißt du was? Schauen wir mal lieber Nachrichten. Der Entführer, der seit 3 Monaten ganz Berlin in Atem hält, hat, wie soeben bekannt wurde, ein 6. Opfer entführt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Entführungen hat der Vater des neuesten Opfers sich nicht an die Vorgaben von Mr. 2000 gehalten, sondern er hat sich direkt an die Polizei gewandt, ohne das Lösegeld zu bezahlen. Oh, das ist ja Oscar! Oh nein, Oscar wurde entführt. Oh, Frau Darling, ich muss jetzt sofort los. Wer ist denn dieser Oscar? Ne, egal. Ich schaue mir jetzt Pretty Woman an. Pretty Woman, walking down the street, Pretty Woman. Schnell. Bumm. Oh, pass doch auf hier, Mensch. Entschuldigung, hallo Marak. Ja, da ist er wieder, unser Agent Doretti, na? Bist du schon auf einer heißen Spur? Ja, das ist eigentlich gar nicht witzig. Also, ich suche meinen Freund, der wurde entführt von diesem Mr. 2000. Das ist der Oscar. Der trägt einen Helm und der kann alle Primelzahlen auswendig. Ja, immer schon mal langsam hier mit den alten Pferden hier. Also, was ist denn jetzt los, ne? Werden hier lauter Kinder entführt. Ja, weißt du was? Ich sag dir mal was. Das geschieht den Kindern recht. Also, weil die laufen hier alle irgendwo hier in Berlin rum, ja? Und keiner passt auf die auf. Hä? Wie meinst du das jetzt? Ja, ist doch richtig so. Dann werden die eben entführt. Bevor die irgendwie in einen Gullideckel fallen oder so. Oder bevor die von einem alten Albatros gefangen werden. Oder so. Aber hier gibt's gar keine Albatrosse. Egal, also pass auf. Ich sag dir mal was. Du wirst deinen Oscar bestimmt finden. Er wurde bestimmt nicht von dem Mr. 2000 entführt. Und ich bin auch bestimmt nicht der Mr. 2000. Genau. Nee, und, Hä? Na, auf jeden Fall. Jetzt, geh mal deine Blumen gießen und wir sehen uns bestimmt wieder. Tschüss. Also ich verstehe überhaupt gar nichts mehr. Ich verstehe wirklich nur noch mehr Bingo und Bahnhof und alles und Spanisch. Naja, egal. Ich glaube, ich muss jetzt mal ganz dringend tief und fest und stark nachdenken. Und das kann sehr, sehr lange dauern. Tschüss. So, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie es weitergeht, wo der Oscar abgeblieben ist, wer dieser Mr. 2000 ist und was diese Tieferschatten eigentlich sind, dann müsst ihr euch das nächste Video anschauen. Das kommt ganz bestimmt, ganz schnell und bald und schneller als Rico denken kann. Also, bis bald. Tschüss. Thank you.